Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind hier bei unserer Station und ihr seht schon, hier oben stecken auch noch zwei Sachen dran. Das Schiff ist eigentlich großteils aufgeladen. Ihr seht es hier, Nahrungsmittel sind drin, Sauerstoff ist drin, Abfall ist natürlich leer, Wasser ist drin. Ich habe hier gerade noch mit einem RCS-Tank angedockt zum RCS-Auftanken. Der Strom ist bummvoll. Unsere ganzen Tanks sind bummvoll. Im Grunde ist das Ding großteils ready to go, außer natürlich, dass wir vergessen haben, RCS-Thrusters anzubauen. Deswegen steckt diese Rakete hier mit unseren drei Freunden, die hier drin sind. Und die haben hier eine schöne Kapsel dabei, in der sich ganz viel RCS-Thrusters befindet. Da wir ja in der 1.11 sind, gibt es ja jetzt das modulare Bauen im Weltraum. Und das testen wir heute mal aus. Ich muss nur herausfinden, welcher Depp zur Hölle in diesem Kabinchen drin steckt. Und vor allem, wie viel Uhr ist es und wo sind wir gerade? Hollands... puh. Das sind mittlerweile so viele Leute. Ich glaube, die sind relativ weit hinten. Hollard ist Techniker, Pilot, also der Hollard brauchen wir. So, jetzt einmal kurz mal auf die Karte gucken, weil dann warten wir, bis wir wieder frischen Tag haben. Das macht ja nichts aus, da oben ist Strom, da drüben ist Wasser, was willst du mehr? Und dann beginnt unsere erste Mission erstmal zum Mann, um einfach die Technik zu testen. Wir werden Ding mitnehmen, Schraubenzieher und das alles einpacken, natürlich zur Reparatur der Antriebe, sobald wir im Weltall sind. Es darf keins ausfallen, nur das dürfen nicht viele ausfallen, weil sonst drehen wir uns ja aus Versehen. Die RCS müssen wir testen. Wir müssen schauen, wie gut das Teil allgemein funktioniert. Ist es maneuverable? Kann man damit gut arbeiten? Und dann wird es auf die Reise rein theoretisch zum Mars geschickt. Wo ich aber auch noch eine Vorrakete schicken würde mit einer kleinen Kapsel plus Startversion, die wir auf dem Boden landen, die dann sozusagen in der Nähe sein sollte, wo wir den Landeversuch mit einem unserer Kerbals wagen, damit er sozusagen landet, Bodenproben macht, alles drum und dran, einsteigt in die andere Rakete, die vorbereitet ist für den Weltraumflug, hochschießt und dann wieder andockt. Sehr komplizierte Idee. Ich weiß. Ich hoffe, es funktioniert. Aber ich glaube es nicht. Aber es wäre so meine Idee, dass wir sozusagen anstatt an der Rakete, wo wir gerade drin sind, eine Start- und Landekapsel zu befestigen, die sozusagen beides kann, die extrem schwer wieder ist, nur vorne noch eine Landekapsel andocken, die extrem einfach ist, weißt du, mit so einem ganz dünnen RCS-Ring, mit einem Heat-Shield und viel Bremsfallschirm und normalen Fallschirm, sozusagen, dass es dann durch die Atmosphäre durchgeht, abbremst, sich hinstellt und dann ist in der Nähe die komplette Startrakete für den Orbit. Die wir natürlich auch testen müssen. Oder ich teste die halt in meinen Random-Dingern. Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. In dem Fall. Aber auf jeden Fall muss es getestet werden. Weil sonst geht es ja nicht nur ein bisschen schief, sondern richtig schief. So, wir brauchen... was, Hollard? Nee, ganz hinten war der Typ. Doch, das ist Hollard. EVA, mein Freund. Alter, es leckt so. Das ist einfach brutal. Hier sind auch wieder 1000 Teile. Ihr merkt schon... Ich habe eine RTX 370, einen Ryzen 7 und über 32 GB RAM. Eigentlich sollte sowas reichen immer, aber... Oh fuck, oh fuck. Bremsen. Aber es funktioniert, reicht halt nicht wirklich. Kannst du... Nein, das ist uncool. Dann muss ich mich nach anpassen. Okay, dann muss ich mich halt anpassen. Kann man... Wie funzt das jetzt? Ich gebe dich hier rein und du gehst hier rein, oder? Also irgendwie muss man das doch anbauen können, oder? Nicht? Man kann es nicht anbauen? Ja, das ist natürlich beschissen. Vor allem, wenn ich jetzt mein erst... Das ist ja mein Jetpack.
ohne Jetpack bin ich komplett aufgeschmissen. Warum kann ich das nicht einfach jetzt zum Beispiel in die Hand nehmen? Das ist kacke. Fehlt mir dafür irgendwas Besonderes oder wie, was, wo? Was hast du im Inventar? Ansonsten darfst du als erster, ja, du hast alle Sachen, die wir brauchen, darfst du als erstes in das Ding umziehen. Dann werden wir das Ding ohne RSDS testen versuchen. Oder hoffen mal, dass es ansatzweise funktioniert. Wir fahren jetzt erstmal die ganzen Wohnflächen hoch und dann machen wir die Reise zum Mann fertig. Hör auf, ich weiß nicht, wo ich bin. Vor allem, es leckt einfach. Du kannst dich gar nicht konzentrieren, weil einfach alles leckt. Also cool wäre natürlich, wenn das Ding so funktionieren würde. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Gehen wir an Bord. Ich habe gedacht, wir machen das jetzt zusammen, aber wie es scheint, geht das ja gar nicht. So, dann Lebensraum aufblasen. Ja, würde ich gerne. Warum steht da Prozentzahl? Ach, das wird... LOL, der blast, die bläst die einfach auf, alle. Wie geil ist das denn? So, ich glaube, von unten brauchen wir dann nur noch, holen wir uns noch einen Piloten und alles. Ein Wissenschaftler soll mit. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute insgesamt hier reinpassen in das ganze Teil. Auf jeden Fall werden die eh noch alle aufgeblasen. So, schauen wir mal, wie weit sind sie denn aktuell. Jetzt sind wir bei 99%. Wir machen alles ready for usage. Lichter an. Wir lassen mal die links und rechts dran und dann docken wir erstmal von der Baustelle ab. Wir machen überall die Lichter an, dann schaut es halt auch cool aus. Warum ist der Lebensraum nur zu 97% aufgeblasen? Ach, der braucht eine halbe Ewigkeit, um auf 100% zu kommen. Oh Gottes Willen. Also zum Glück müssen wir nicht so lange warten. Lichter an. Jetzt sind alle zu 100% aufgeblasen. Licht an. Also ich merke extrem, wie sehr es leckt. Das muss ich schon lassen. Okay. Alan. Wo ist Alan? Es ist auf jeden Fall ein Pilot. Techniker. Sind wir hier ganz hinten? Nee, wir sind ganz vorne. Pilot, Techniker, Techniker. Techniker. Ach, sehr stimmt. Ich habe 3000 Techniker mit. Habe ich einen Wissenschaftler auch irgendwo? Pilot. Techniker. Pilot. Wissenschaftler. EVA. Du ziehst auch um, mein Freund. Oh, der ist auch da oben. Okay. Leck, 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 leck. Da bist du, mein Freund. Du gehst jetzt auch in die neue Station. Alter, der Leck. Er ist real. Wie viele FPS haben wir? 8, Alter. Und das ist noch nicht mal wahrscheinlich. Ich würde doch gerne mehr übertreiben. Also das ist ja nur der Anfang rein theoretisch. Wenn wir halt wirklich viel bauen können und viele Ressourcen irgendwo hochkriegen, da hätte ich ganz andere Ideen, du. Da hätte ich ganz andere Ideen. Aber, Alter, macht das Spiel das noch mit? Gibt es da vielleicht irgendwie einen Weg, dass man sozusagen mehr FPS rauskriegt? Oder liegt es jetzt an irgendwas, was ich installiert habe? Ich weiß es nicht. Ein volles Modul. Ja, warte mal. Der Techniker... Ich hoffe, das tut dem jetzt nichts. Aber können wir dich... True transferieren. Transfer. Du ziehst mal in den hinteren Walder. This module is either full or intended unreachable. Warum unreachable? Alter, jetzt kack mich nicht an.
Wir haben hier... Crew transferieren. Kein Crew in der Teil. Warum? Weshalb? Das hängt doch alles zusammen, oder bin ich jetzt doof? Hä? Oder geht... Ach, lass mich. Lass mich raten. Das gilt nicht als... Ah, dann müsste ja selbst... Dann... Hä? Irgendwas passt hier absolut nicht. Warum kann ich mit keinem Crewmitglied von da nach da wandern? Oh, I hate it. Was bedeutet ja auch, ich komme jetzt nirgends irgendwo hin, weil das Ding nicht passable ist oder was? Vor allem, das muss jetzt dann... Nicht aufregen! Nicht aufregen! Warum ist das jetzt nicht passable? Das sind alles passable Sachen. Geh mal wieder zurück in deine Station. Alter, ich sag's euch, das können, regt mich gerade wieder dezent auf. Das war nicht echt viel Vorbereitungszeit, dieses blöde Schiff. Und jetzt sagt er, nö. Dahin gehen. Was? Also das ist jetzt die größte Verarsche auf dieser Welt. Das war eins meiner Megaprojekte. Und jetzt sagt er einfach so, nö. Du, das... Das ist jetzt nicht so. So, warte mal. Ansonsten baue ich das Ding komplett neu. Ich lasse das Ding jetzt hier komplett abstürzen. Mir scheißegal, dann sterben halt 3000 Leute. Aber das war Schweinearbeit. Allein, wie viele Stunden ich verbracht habe, die letzten paar Tage, den Tank darauf zu fliegen, um aufzutanken. Zum Glück ging Essen jeweils eine Art, also Nahrung, Wasser oder Luft, mit einer Rakete, wenn du die richtig groß gebaut hast. Aber trotzdem, der Aufwand war heftig. Und jetzt so, nö. Weißt du was? Ich tue den Techniker auch nach Daizan finden, hole mir von da unten Piloten, dann docke ich ab und schaue, ob das Ding überhaupt fliegt. Weil aktuell dreht sich's nicht mal. So. Wer auch immer da oben drin ist, wo ist er denn? Wo ist ich denn? Wo ist ich denn? Crew transferieren. Oder liegt es daran, weil sozusagen das noch nicht fertig ist? Ja, komm, steig aus, da muss ein Pilot rein. Der das Ding unter Kontrolle hast. Du hast es ja nicht unter Kontrolle. So, absteigen. Hä, wo ist denn der jetzt raus? Hä? Das ist doch kein Ausstiegspunkt. Also ihr seht schon, es ist irgendwie doch weird. Also da muss ich mich wahrscheinlich sonst wirklich nochmal... Ich will nicht. Ich will nicht. Ey, das Ding war echt... Es schaut mega cool aus und es war so viel Arbeit. Und jetzt halt so, Spiel so, fick dich! Alter. Also so sehr ich auch dieses Connected Living Spaces geil finde, weil es halt doch viel zum Realismus beibringt. Aber das ist doch jetzt Verarsche. Ich habe extra geschaut, dass alles eigentlich zusammenhängend ist. Und trotzdem so, nö. Und ich kann mit euch wetten, dass es dieses kleine Teil hier oben ist, namens Radial Attachment Point. Aber selbst dann ergibt es keinen Sinn, warum sollte ich denn dann nicht nach da unten gehen dürfen? Das sind ja auch Wohnorte. So, okay, ich hole jetzt von da unten. Irgendwo ist das. Fix ein Pilot drin. Aline ist Pilot, EVA.
Komm, gib ihn. Schau, da ist er doch. Du hast die großartigste Aufgabe. Du darfst jetzt nach oben fliegen und dein Leben riskieren für ein Deppensystem. Die ganzen anderen können sich ja notfalls retten. Das ist das Tolle. Aber du wirst höchstwahrscheinlich sterben, wenn das Ding nicht funktioniert. Ich steuere das Ganze auf Kopf Corbin. Mir scheißegal. Ich bin pissed. Aber schau dich das an. Diese so schön eigentlich. Er schaut halt aus wie so ein fetter Tanker, der durchs Weltall fliegt. Warum Connected Living Spaces? Warum? Warum tust du mir das an? Ah, dann beim nächsten Mal tue ich überall RCS. Ich tue überall noch dazwischen SAS-Module. Mir fucking scheißegal. Da kommt dann so viel SAS dran, dass das Ding schneller sich dreht wie jede kleine Rakete, die ich bis jetzt gebaut habe. Da wird dann hier SAS, dort SAS. Na, dazwischen vielleicht nicht, sonst habe ich wieder dasselbe Problem. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich werde so übertreiben mit dem SAS. Oder ich muss halt so viel RCS-Thrusters dran bauen, damit sich das Ding dreht, weil ansonsten bist du einfach aufgeschmissen. Ich muss auch jetzt gerade auf die Zeit achten ein bisschen, weil ich muss noch mit dem Pferd beginnen. Aber es schneit. Ich will nicht raus, es schneit. Brems, Connected Living Spaces, Brems. So. Jetzt steigen wir dann ein. Jetzt kommt dann der spannendste Teil. Ich würde ja so lachen, wenn es jetzt funktioniert dann. Okay, wir haben hier alles und jetzt machen wir mal Release. Es leckt. Kann es sich drehen? Also es braucht sehr, sehr lange. Wir werden mal hier kurz unten. Ja, das kann man weg, aber RCS an und den. Hat das keinen Tank mehr? Hallo? Es reagiert nicht. Es reagiert nicht. SOS. Haben wir keinen Monopropellant? Also, jetzt ist mal ernsthaft. Ist das Ding leer? Oh, das ist nicht gut. Ich habe nichts mehr hier drin. Nichts mehr. Fuck. Aber es da oben dreht sich. Also das ist schon mal gut, es dreht sich, es passiert was. Jetzt wird mich interessieren, wir haben hier oben einen Körbel drin. Bitte, Crew transferieren. Ich habe die da oben dran gemacht, weil die cool ausschaut. Jetzt kriege ich dafür eine Rechnung, oder was? Wo war es jetzt hier? Crew transferieren. Transfer? Dahin. Hä? Warum nicht? Welche Antriebe sind das? Das sind die da oben. Die müssen alle aus. Das könnte sonst echt gefährlich enden. Wir müssen jetzt hier eine neue Stage machen. Für die ganzen Antriebe, die sich hier unten befinden, um den Teststart hochzufahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Triebwerke sind denn da. Das passt. Triebwerke sind hochgefahren. Warum ist das an? W-
Warum sind die an? Alter, hier voll die Fehlinformation eingebaut. Alter Verwalter. So. Jetzt dürfte aber echt keins mehr an sein. Wir bewegen uns mal jetzt einfach auf einen höheren Orbit. Was sagen wir mit 200, 200? Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.